Und damit, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Part von Borderlands. Wo es ganz hart geht. Das Niveau immer auf einen vollkommen neuen Höhepunkt. Und, ja, eine heiße Lady am Start. Der Arnie des Borderlands, Alter. Borderlands. Also, diesen Kanal, den hatten wir doch schon mal. Ja. So. Hey. Die Madame möchte wieder geschoben werden. Boah, ja. Das gibt's doch nicht. Ernsthaft? Das ist doch ein. Das ist doch ein Witz. Geh doch. Boah, dafür nehme ich die. Also. Fangen wir nochmal an. So, ganz normal. So, ich möchte mal mich aufsetzen. Moment. Passt doch wirklich wunderbar. Du weißt, wir haben noch ein zweites Auto. Ja, aber die Lady will geschoren werden. Geschoren? Was sollen wir mit deinen Schoden holen? Ach, ist das herrlich. Ja, wir müssen so, dahin. Wollen wir mal einfach Schriften verbrennen, so schön früh am Morgen. Hey, oder abends oder am Tag, je nachdem wann diese Folge dann wohl gesehen wird. Also oder in der Nacht. Der Auftakt der Folge war schon mal sehr legendär. Intellektuell? Was für ein Intellekt? Hey. Ja, ich bin gleich tot. Das ist mal der Intellekt. Alter, ich bin hier gleich auch am Abfrimmeln. Abfrimmeln? Am Abfrimmelpimmeln? Nein, am Abpimmeln bin ich auch gleich. Ah, kein Stress. Gravi, deine Kiste rauchst du stark, ich kann nicht sehen. Ja, ich auch nicht. So, jetzt! Ba! Alter, du machst uns auch. Genau. Ja, nächster ist. Halt, ich sitze die ganze Zeit drin, Tavi lässt sich noch schieben und Gravi fährt. Und das öfteren auch mein Fahren. Deswegen, Fahren. Also, so wie in echt, ja. Drauf geschissen. Wo ist denn der nächste Morgen? Ach, da hinten. Ja, ein bisschen weit entfernt. Lady, hallo? Die Lady braucht noch ein bisschen. So, hier einmal. Explosion. Vom allerfeinsten. Zack, mal einen Erfahrungspunkt bekommen. Ich krieg einen Erfahrungspunkt. Jetzt aber. Na, wird das was? Die muss ich immer zu weit rauslehnen, oder? Das gibt's doch nicht. Also wirklich. Da müssen wir hin. So. Schieb dich da mal hin. Tavi, möchtest du mal gerne hier eine heiße Lektüre mal mit vergeben? Das Bücher anzünden. Ja, zünde mal Bücher an. Gepriesen sei die Hitze. Fertig? Ja. Ja, kannst du. Gut, wo müssen wir hin, warte? Gerade. Hier. Da wieder zurück. Ja. Durch das Getummel! Klatsch! Yay! Klatsch down! Oh, warte! Da! Genau so läuft's und nicht anders. Der Klatsch down! Aber da müssen wir jetzt hier. Nee, immer noch weiter. Dort hinten, glaube ich, war's irgendwo. Ja, da war ja noch ein Tempel. Ja, vorne. Tempel. Hier, einmal links abbiegen und sie haben jetzt hier verfehlt. So. Nächste Mission. Wir haben zu tun. Übrigens, Tavi, kleine Randnotiz, hier gibt es hier wieder einen Arena-Part, den müssen wir unbedingt in einem separaten machen. Also nicht random irgendwie mal dazwischen rein. So ein alter Schleimer, dieser Feuerschleimer, ja. Puff. Powerpuff, Girls. Im Bordell. So, den haben wir auch erledigt. Dann machen wir jetzt mal die Insektenplage, wa? Den haben wir nämlich schon fast. Wildwindmacher haben wir schon aus Versehen getötet. Aus Versehen? Da hat Tavi uns angezählt. Das fand ich jetzt nicht so schön. Ja, also, muss man schon mal gleich mit sagen, wie es ist. Genau.
Noch? Ja. Hast du uns dazu gezwungen? Wir waren eigentlich dabei, hier die Schnitzeljagd zu machen, aber du hast uns dermaßen irritiert, dass wir aus Versehen den Titelmacher getötet haben. Die Lady ist unschuldig. Nee. Dafür schieben wir dich jetzt direkt an den Typen ran. So. Oh, wir gehen mal weg. Na gut. Wir haben Spaß, wir haben Spaß. Ich geb Gas, ich geb Gas. Wir geben Gas, wir geben Gas. Oh, ihr macht das schon, ne? Ihr macht das. So, na klar, machen wir das. So. Jetzt kommt der kleine Heller. Nein. Wieso sollst du da Angst haben? Ist doch nicht der Rede wert. Guck mal, so ein Heller. Oh Gott. No. Okay, ich mach den aber ordentlich Damage. Na, das mach ich eigentlich hier die ganze Zeit. Nee, ich mach aber auch gut Damage. Also ich nehm auf. Ich mach mach dir gut. Nur 1069. Ja, wenn du das die gut. ganze Zeit auch hinten am Abdomen triffst. Ich bin der... Was hat denn? Ich bin der Baba aller Babas. Baba? Der Ali Baba? Baba. Der Ali Baba, ja. Baba Baba? Aber Baba, aber. So, wo darf's hingehen? Nächste Quest, bitte. Das wäre das versteckte Tagebuch. Ja, oh, Tagebücher, jawoll! Es geht mal wieder los. So, 578, wo geht's da hin? Alter, wow! Ist es zufällig Tennis wieder? Ja, natürlich. Hä, Tennis ist cool. Oh Gott. Nee. Wenn es um Tagebücher geht, dann hast du Tennis. Ach nee, Sekunde mal. Wo ist das? Nee, hier vorne, links. Die ist deine Psychotante. Das ist so cool. Ja, keine Sorge. Hier rechts. Rechts. Ach, da oben. Irgendwo da, Ach, hier. Bestimmt, ne? Irgendwo hier, beginnend. War denn das? Da oben, oder? Nee. Hä? Doch, ne? Da. Da wo Tavi, glaube ich, gerade. Oder nicht? Das muss irgendwo sein. Oder ist es unten? Nee, unten ist auch nicht. War denn das noch? Das war doch hier irgendwo. Moment, hier muss es auch sein, aber wo hier? Weil laut Karte ist es hier. Klappi, helf mal. Das sind die erstaunlichen Worte nach. Wo könnte hier irgendetwas sein? In Kurzform. Verstehen die Quest nicht. Einfach ignorieren die Quest. Abgeben, ich verstehe die Quest nicht. Ich hab's gefunden. Sehr schön. Seit 3 Tagen kein Schlaf. Gerade gab's Essen. 6 Käfer in alphabetischer Reihenfolge. Carabus Aurotinens als Vorspeise und Tetrix undulata als Dessert. Die Daten, die sich aus der Entzifferung ergaben, lassen mich auf den Ort dieses Ereignisses schließen. Und ich glaube, damit ist die Öffnung der Kammer gemeint. Echo Recorder und ich sind nicht mehr zusammen. Aber wir bleiben Freunde, damit ich weiterhin diese Nachrichten aufzeichnen kann. Er ist einverstanden, weil wir diese Sache zu Ende bringen und die intensive Suche nach der mythischen Kammer... Wirklich sehr merkwürdig. Kurz vor dem Ende des Dialoges hört natürlich der komplette Audiodialog auf. Also bei mir hat sie mal weitergeredet. Bei mir nicht. Ist halt gut programmiert, ne? Naja, keine Sorge. Ey, guck mal, du hast einen Anhalter. Moment. Was? Den müssen wir loswerden. Das sah aber gerade so richtig cool aus. Oh, ey! Der Anhalter in den Tod. Hallo. Dankeschön. Ja, müssen wir hin? Da. Ja, da ist es. Direkt hier, beim Pilz. Ich sehe schon. Tag 616. Manchmal wünschte ich, ich hätte diesen Auftrag hier nie bekommen. Los, weiter. Dahl will, dass ich abreise. Zeit zu gehen ist es nur. Alle anderen sind schon weg. Bis auf die Kriminellen, die sie freigelassen haben. Das sind nicht meine Freunde. Ich wollte auch schon packen. Aber dann habe ich etwas entdeckt. Ich glaube, es ist ein Schlüssel zur Kammer. Das beweist, dass es sie wirklich gibt. Hier auf Pandora. Und sie könnte mein werden. Ich habe auch errechnet, auf etwa 6 Monate genau, dass es beinahe 200 Jahre her sein muss, seit die Kammer zuletzt geöffnet wurde.
Wenn ich jetzt abreise, bin ich nie mehr auf Kampf. Vielleicht gewinne ich doch nicht. Ja, das ist so ähnlich. Und schön, dass man alles versteht. Finde ich echt gut, ey. Ja, also wirklich. Weil die Kämpfer gegen Spider-Man so ein bisschen laut sind und Kali gerade am Sterben ist. Das war wirklich sehr leise und absolut verständlich. Töten! Wir brauchen Lauten. Alter. Ja, sehr gut programmiert. Ja, ist halt das erste Spiel, aber trotzdem kein Spiel. So, wo ist denn der nächste? Wir brauchen ein Auto. Ach, habt ihr noch nicht gefunden? Ja, nee, stimmt. Sein. Muss erst noch irgendwo hier sein. Nee, den haben wir doch gerade. Ach, das doch. 153. Heute ist mein Geburtstag. Ich war sehr lang alleine. Heute Morgen kam zufällig ein Sträfling in mein Camp gestreunt. Und ich ließ ihn sich ein wenig umsehen, bevor ich ihn erschoss. Ich habe es sofort bereut. Ein bisschen menschlicher Kontakt wäre doch nett gewesen. Ich habe ihn Leslie getauft und mir ausgedacht, dass er eine schwere Kindheit hatte und immer gehänselt wurde wegen seines Mädchennamens. Und dass er deswegen kriminell wurde. Er hatte ein Tattoo am Hintern. Patricia stand da oder so etwas ähnliches. Vielleicht habe ich mir das auch nur eingebildet. Jedenfalls bewahrt er sich das Schlüsselfragment ab sofort woanders auf, wo es sicherer ist. Das ist äußerst wichtig. Ich habe es einem Mann namens Crazy Earl gegeben. Der mag keine Menschen. Bei ihm ist der Schlüssel sicher. Auch gut zu wissen. So, ah, hier, ich sehe es. Sehr gut. Da, Tavi, hier, direkt da. Da. Psst. Anscheinend kann ich das Camp nicht mehr verlassen. Ich habe alle nötigen Informationen beisammen, um die Kammer finden zu können. Aber bei jedem Versuch, von hier aufzubrechen, überkommt mich eine unsagbare Angst und lähmt mich. Eine Art Psychose. Jedenfalls sitze ich hier fest und ohne Hilfe von außen geht's nicht weiter. Ich werde zusehen, ob ich nicht irgendwen auf diesem Planeten dazu bringe, mir zu helfen. Vielleicht kann ich ja eine interplanetare Nachricht absetzen, um Kammerforscher anzulocken. Ein bisschen Gesellschaft wäre ja ganz schön. Also was sagt man dazu? Ach, die Gesellschaft würde ich doch gerne annehmen, nur. Nee, von ihr nicht. Ja, natürlich, sie ist voll sympathisch. Nee. Hey, sie ist doch ganz normal. Ja, ich finde sie sympathisch. Eher würde ich mir die Kugel geben, bevor ich mit ihr was zu tun haben will. Das glaube ich nicht, ich glaube, sie würde dir die Kugel geben. Hast du zweimal gehabt, denk mal drüber nach. Die Tagebücher 1 und die Tagebücher 2. Mhm. Ich hasse mein Leben. Strich. Bei wie viel Strichen sind wir? Keine Ahnung, ich habe nicht mitgezählt. 1200? Nee. 1399. So, ja. Hier, letztes Tagebuch. Soll ich den holen? Jo. Ja, hol das Ding. Klapp-trapp. Okay, und es geht los. Ach, Tag 718. Heute bin ich außerhalb des Camps aufgewacht. Ich weiß nicht, wie ich dorthin kam. Aber anscheinend kann ich das Camp wieder verlassen. Dies wird meine letzte Nachricht, bevor ich die Echo-Aufzeichnungen so weit wie möglich verstreuen werde. Mein Echo-Rekorder ist ganz klar verrückt geworden. Und wenn ich nicht aufpasse, drehe ich auch noch durch. Wenn ich diesen hinterhältigen Rekorder los bin, komme ich zurück und forsche weiter. Alter, da ist los. Die labert so viel. Hä? Die labert so viel. Das ist Tennis, Alter. Ich glaube, das dürfte jetzt, schätze ich mal, das letzte Mal sein, oder? Ich glaube schon. Aufträge. Haben. So, wo ist das? Das ist da oben. Eieiei. So, das nächste machen wir und das ist. Das ist Obe. Obe? Obe. Oberberg. Obe. Moment, als nächstes machen wir was? Wie heißt das? Wie Flugblätter. Heißt Flugblätter. Alter Ego. Wie kommen wir da hin? Alter Ego. Auto. Los, steig ein. Du magst doch hier dein schönes Pink-Rüsch-Camouflage. Ja, auf jeden. Oh Gott, sieht das ekelhaft aus. Ja.
Vor allen Dingen, da muss eine Berg vorne drin. Ich mag das Pink, jetzt sag nichts Falsches, ja? Das Pink is my favorite color. Oder so ähnlich? Ich bin nicht vom anderen Ufer, aber ich mag Pink. Das beweisen die ganzen. Ich kann nicht vom anderen Ufer sein, man kann auch einfach nur verkehrt gepolt sein. Nein, nicht. Das sieht man an den ganzen Fotos mit den Ladies. Das hat nichts zu bedeuten, das kann auch nur Tarnung sein, nur. Ja, ja. Ich bin wirklich nicht vom anderen Ufer. Richtig. Ich hab es gab im Übrigen hier das letzte Mal hier eine Bewertung des Sonnensystems. Die ging allerdings nur mau aus. Ein Stern. Nee, also, wie heißt das? Ich hab nichts gegen Leute, die, sagen wir mal, bi sind. Mhm. Aber ich persönlich bin's nicht. Alter. Ja, Penal. So. Karte hab ich, Karte hab ich. Schön. Ja, hat noch eine Karte. Leute, ich muss meinen PC neu starten, bevor wir die nächsten 20 Minuten machen. Ja, na klar, sag Bescheid. Scheiß. Ja. Nee, das ist mir gerade nämlich, weil gerade kam nämlich eine Meldung und man hat wieder meinen PC-Schoner gesehen. Schon wieder? Ja, schon wieder. Okay, da ist was für euch drinne und für mich. Das nehme ich. Hat bestimmt niemand was dagegen. Nee, die schaut lieber auf F für dich, ja. Ja, wie heißt das? Mein PC-Schoner ist echt gut. Also da bin ich drauf. Und eine... Ach du Scheiße, das stinkt jetzt hier aber. Braucht jemand ein Medikit? 45, hey. So, ich denke mal, die 20 Minuten sind um, wenn ich richtig geguckt habe. Nein. Keine Ahnung, ich habe keine Uhr mit dabei. Aber mach es für dich. Oh. Ja, wir schneiden es dann eh wieder für uns separat. Genau. Zurecht. Achso, ja, dann starte ich den PC neu und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao. Tschüss. 60, 45, ne. Also meine Aufnahme läuft noch, sind erst bei 17 Minuten. So gesehen ja auch. Und ich war jetzt kurz wirklich am überlegen, verdammt, habe ich jetzt wirklich die Aufnahme gestartet, weil sonst wäre es ein bisschen blöd gewesen. Ja. Also der Start muss episch sein. So. Ja, komm schon. Oh, tatsächlich. Oh, Marine jetzt. Jetzt aber. Sehr schön. Marine! Was haben wir denn noch? Nächste Mission, bitte. Bitte, einen Moment. Ja, wir haben Zeit. Beeil dich. Dann haben wir zwei davon mit. So, dann müssen wir gleich weg uns. Ne, Moment, das wollen wir ja danach machen. Obwohl, wir können ja. Wir sind ja in der nächsten Folge dann. Dann machen wir ja Kreis des Gemetzels. So, Moment. Und passt Hashtag ja. 23. Yeah. Crazy Tennis. Crazy. Was ist das eigentlich dafür ein. Oh, ich glaube, die rüste ich mal aus. Was ist das eigentlich dafür ein Anhänger, Alter? So, wir sehen uns. Schlüssel? Bis dann. Ja, und eine Pfote. Das wird dann hier im zweiten Gang genau erklärt. Ah, okay. Mit Lorch. Die Kanone, die ist richtig gut. Die feuert zwar nur 3 Schuss ab, aber guck mal. Ziemlich langweilig. Ziemlich genau, wa? Power dahinter. Langweilig. Ey, was soll das? Der kriegt noch sein Fett weg. Da macht doch unsere Aufnahmen schlecht, ne? Das ist ja. Also, den müssen wir mal. Den nehme ich nicht mehr weg. Den nehme ich nicht mehr mit. Wir müssen uns mal eine richtig fiese Rache für ihn ausdenken. Ja. Wir schubsen ihn einfach zum Endboss rein. Ende und dann wird er hier von dem Maschinengewehr, was heute mit ist, instant gekillt. Ja, würde ich sagen, das ist ein Plan. Was kommen wir hier lang? Ich glaube ja. Ja, hier warte, so. Ist das jetzt die Arena-Folge? Ja. Das wird die Arena-Folge. Das wird richtig böse. Ja, das wird schön. Es geht jetzt nicht, dass wir ihn reinschicken können und die Runde startet in der Arena, ne? Ja, leider geht's ja nicht. Schade, das wäre eine schöne Rache. Schade, Schokolade, Marmelade. Ja. So, wo müssen wir denn da hin?
Zur Arena. In die andere Richtung, also quasi raus aus dieser Map. Aber meine Frage, gibt es eigentlich jetzt nicht noch irgendwelche Missionen in dieser Map? Nee, da sind wir alles. Stimmt. Trash Coast, da sind es dann 3 Missionen, die können wir aber dann machen. Danach, ne, ja. Meet and Greet, komm, wir machen Insel dahin. Oder? Was, come in West? Oder wo Crazy Earl. Können wir doch gleich mitnehmen, die Mission von Crazy Earl. Ja, stimmt eigentlich. So. Welche mir zu machen? Körper, Gütertausch, ein weites Puzzle oder Aussuche? Also, ich sag mal so, wir holen uns erstmal noch die Mission bei Crazy Earl noch mit ab, damit sie ja Claptrap jetzt aufhört zu machen. Ja. Und dann machen wir erstmal hier die Arena. Das muss mal wieder sein. Alles klar. Dann machen wir dazu.